Sehr gut. Programm für Mittwoch. Heute gibt es richtig schön Oberkörper-Push-Pull. Zum Warm-up. Zwei Runden, angefangen mit 30 Sekunden Penguin-Jumps. Beine ein bisschen durchbewegen, Puls ein bisschen hochbringen. 30 Sekunden lang. Dann macht ihr insgesamt 10 Shoulder-Circles. 10 davon vorwärts und 10 rückwärts. Schön Entspannung. Schön langsam kontrolliert bewegen. Schaut, dass ihr überall an den Rand eurer Beweglichkeit kommt. Wie gesagt, 10 vorwärts, 5 vorwärts, 5 rückwärts. Dann geht in die Liegestützposition und macht 5 Scapular Push-Ups. Das heißt, Arme bleiben gestreckt, ihr wechselt zwischen aktiver und passiver Schulter hin und her. Gleiches Spielchen machen wir mit Rows. Das heißt, ihr schnappt euch ein relativ leichtes Objekt. Schön gerade Rücken, passive Schulter, aktive Schulter, wieder schön im Wechsel, dass auch da eure ziehende Bewegung schön warm wird. Und dann macht ihr noch 3 Inchworms hinterher, das heißt Füße zusammen, Beine gestreckt, lauft mit den Händen so weit wie es geht nach vorne aus, im Optimalfall Nasenspitze auf den Boden, schließt wieder nach hinten auf und geht so einen leichten Jefferson Curl nach oben, Wirbel für Wirbel. Genau. Insgesamt 3 Stück davon, braucht keine Liegestütze machen, einfach mit gestreckten Armen so weit wie es geht. Wenn ihr einen Bauchplatscher macht, dann wartet ein bisschen zu weit vor. Wenn ihr das einmal durch habt, macht noch einen zweiten Durchgang. Sollte 4-5 Minuten dauern, das Warm-up, dann seid ihr ein bisschen warm geworden. Oberkörper ist auf jeden Fall warm. Und ihr macht 8 Runden auf Qualität. Ein Maximalsatz, perfekte Liegestütze. Perfekte Liegestütze heißt auch wieder Füße schön zusammen, Spannung im Rumpf, Hintern fest, Arm gestreckt, Brust berührt den Boden und Arme wieder durchstrecken. Davon macht ihr so viele am Stück, wie das mit sauberer Form funktioniert. Ziel ist es, dass aller mindestens 8 Wiederholungen zustande kommen in der 8. Runde. Das heißt, in der ersten Runde sind es eher so 20, gerne auch ein paar mehr. Dementsprechend skalieren. Das heißt, Hände ein bisschen erhöhen oder auf die Knie gehen. Wer einen Stuhl oder Sofa daheim hat, einfach Hände ein bisschen erhöhen. Dann habt ihr ein bisschen mehr Körperspannung. Wenn es nicht funktioniert, macht die Knievariante. Wenn du damit durch seid, 2 Minuten Pause und dann einen Maximalsatz strikte Klimmzüge, wenn ihr eine Möglichkeit für Klimmzüge daheim habt. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt oder nicht an den Stahlträger hochkommt, dann benutzt ihr ein Gummiband zum Beispiel oder ihr nehmt einen Tisch, macht diese Table Rows, das heißt auch wieder Arme gestreckt. Hoch und runter rudern, ohne den Tisch kaputt zu machen. Sehr gut. Und wenn ihr das auch nicht habt, schnappt ihr euch ein schweres Objekt. In dem Fall packt ihr dann noch 20-30 Kilo mehr in den Rucksack rein und macht ein Bend over Rows. So viele und so sauber, bis es nicht mehr geht. Dann macht ihr wieder 2 Minuten Pause und das war eure erste von 8 Runden. Das heißt 8 Maximalsätze, insgesamt perfekte Liegestützen. Und 8 Maximalsätze, insgesamt perfekte, strikte Klimmzüge, Table Rows und Bend Over Rows. Das heißt, Brust, Bizeps, Trizeps, Lat werden alle heute richtig schön aufgepumpt. Viel Spaß!